dieser Part ist genau für die Leute, die das erste Mal hier sind. Das heißt, jetzt kommen zwei wunderbare Kollegen, die großartig sind. Die stehen jetzt da hinten, die haben ihre erste Woche jetzt hier im Quatsch Comedy Club und denen geht die Düse 1:1000. Und wir filmen jetzt auch diesen Auftritt jetzt mit. Das heißt, also da vorne läuft jetzt eine Kamera, das soll so ein Bewerbungsvideo sein für das Supertalent. Auf jeden Fall, unterstützt die Leute, macht mit, gebt alles, was ihr habt und die sind wirklich großartig. Und wir begrüßen sie mit einem Applaus der Stufe 426. Hier sind für euch die großartigen Simon und Jan! Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind Simon und Jan aus Oldenburg. Uns fließt also gewissermaßen Grünkohl mit Pinkel durch die Adern. Wir beginnen mit einer kunstvollen Komposition aus unserem sechsteiligen Zyklus Genitalien auf Abwägen. Konzentriert euch bitte einigermaßen. Genitalien auf Abwägen und diese erste Nummer handelt von der Wanderbewegung primärer männlicher Geschlechtsorgane. Das einzig Schöne an dieser Nummer, nein, das kann man so nicht sagen, also die Melodie ist sehr grazil, es hat einen mitreißenden Rhythmus, aber das wirklich Schöne daran ist die ausgereifte Choreografie. Diese sieht vor, dass wir alle gemeinsam schunkeln. Um das so ein bisschen unter Kontrolle und im Blick zu haben, lassen wir das Saallicht so etwas auf euch niederprasseln. Wer nicht schunkelt, fliegt raus. Das nächste Stück handelt von der präadoleszenten Auflehnung gegen patriarchalische Strukturen. Und von Schokolade. Darf ich vorstellen? Ich heiße Wolfgang. Und morgen werde ich vier. Hobbys zum Malen, Gitarre und Klavier. Meine Schwester nenne ich Nana, die ist eigentlich ganz nett. Sie gibt mir ihren Nachtisch, ich schreib ihr ein Menuett. Mama hockt stumm im Garten, mit Papa gab's Riesenkrach. Ich sitz hier und summ Sonaten, ach, ich liebe diesen Bach. Jetzt muss ich aber üben, ich bin schon wieder faul. Mein Vater sitzt dort drüben und hört er mich nicht üben, dann gibt's wieder was aufs Maul.
mag gern Schokolade, Marzipan und auch krokant. Mein Traum wäre eine Kugel, die nur nach mir benannt. Mein Papa sieht es anders, er hat Großes vor mit mir. Er sieht mich auf der Bühne alleine am Klavier. Jetzt muss ich aber wirklich üben, das ist meine letzte Chance. Papa verliert dort drüben langsam seine Kontenance. Ich spiele eine Quarte, er fragt, was soll der ganze Terz. Warte, erst komm ich und dann der Schmerz. Jetzt klopft er an mein Zimmer und fragt, was ich hier mache. Er lecke mich am Arsch, der Papa, ich mach Musik auf der Gitarre. Herzlichen Dank. Bevor wir unser letztes Stück nun spielen, muss ich zwei Dinge ganz unmissverständlich klarstellen. Erstens, wir haben CDs dabei. Die man bei uns käuflich erwerben kann. Da hinten am Ausgang sitzen wir dann gleich. Und zweitens, Jesus ist für mich gestorben. Seit Tagen ist es schon nichts mehr übst, die Praxis der Versenkung. Ich komme in dein Zimmer, sieh die Splitter nackt bei einer üblen Verrenkung. Sag mal, wie bist du denn drauf? Was soll der ganze Mist? Deine Augen gingen auf, ich bin jetzt Buddhist. Du bist Buddhist, na, wenn das mal nicht was ist. Du bist Buddhist, na, wenn das mal nicht was ist. Immer mehr Promis glauben an Buddha, stand in der Brigitte. Du packst deine Koffer und fliegst nach Kalkutta, suchst nach deiner Mitte. Schmeiß ich ne Wurst auf den Grill, sagst du, dass das jetzt echt nicht dein Ding wär. Ich mach mir lieber ein indisches Curry, wo ist mein Ingwer? Früher warst du locker drauf, ganz fluffig, doch das war mal. Heute schreist du, steh mal auf, du sitzt auf meinem Karma. Du bist Buddhist, na, wenn das mal nicht was ist. Du bist Buddhist, na, wenn das mal nicht was ist. Das
weiß man nicht, was ist. Du bist Buddhist. Na, wenn das man nicht, was ist. Dankeschön, das war von uns. Doch!